Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ja, meine Damen und Herren, Hand aufs Herz, fast jeder hat schon mal eine Serie oder einen Film im Netz geguckt, ohne sich genau darüber informiert zu haben, ob das so richtig legal war. Das kann allerdings teuer werden, und zwar spätestens dann, wenn man Post vom Anwalt bekommt, wenn man abgemahnt wird. Mehr als 4 Millionen Deutsche sind von solchen Abmahnungen betroffen, und das Geschäftsmodell der Massenabmahnungen, das hat sich in den letzten Jahren zu einem eigenen, für die jeweiligen Kanzleien sehr lukrativen Geschäftszweig entwickelt. Nun führt die EU derzeit eine öffentliche Konsultation durch, die darüber aufklären soll, wie die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, so wird das genannt, wie diese Durchsetzung zeitgemäßer geregelt werden könnte. Denn bisher verstößt die ja eben auch gegen Grundrechte, wie zum Beispiel die Unschuldsvermutung. Wenn man über Grundrechte im Netz spricht, dann muss einer von der digitalen Gesellschaft vorbeikommen. Alexander Sander ist bei mir im Studio. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Hallo. Hi, grüß dich, hallo. Wie geht's dir soweit? Ja, ganz gut. Ich freue mich auf Ostern jetzt. Na, sehr schön. Ein paar freie Tage, das wird gut. Ein bisschen away from Keyboard unterwegs, genau, dann. Genau, netzfreie Tage. Bevor wir dich in den Urlaub schicken, müssen wir aber nochmal sprechen über die Abmahnindustrie. Wie läuft das denn mit diesen Massenabmahnungen? Seit wann gibt es dieses Phänomen und warum sind diese Massenabmahnungen aus eurer Sicht nicht ganz koscher? Ich habe es ja ein bisschen schon angedeutet, ja, genau, in der Anmoderation. Also es gibt ja eine Richtlinie aus der EU, die IPRED-Richtlinie, eben diese Richtlinie, die sich mit der Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten beschäftigt und eben schaut, wie eben die Rechteinhaber entschädigt werden können, wenn eben ihre Rechte verletzt werden. Also wenn man sich zum Beispiel illegal einen Film oder ein Musikstück anschaut oder das eben verbreitet oder ähnliches. Und hier gibt's in Deutschland bei der Umsetzung der Richtlinie so ein paar kleine Hintertürchen, die dazu geführt haben, dass Anwaltskanzleien sich darauf spezialisiert haben, Leute abzumahnen. Es ist ein Geschäftsmodell geworden, und das ist nämlich ganz einfach für diese Anwaltskanzleien. Die erstellen einfach Serienbriefe, also die sammeln sich vorher ein paar IP-Adressen ein, gehen dann zum Gericht, sagen, sagt uns mal die Namen, die zu diesen IP-Adressen gehören. Das Gericht macht dann so eine Prüfung mit 800 Adressen auf einmal, das geht dann relativ zügig mit so einem Stempel drauf und fertig. Mhm. Ja, und dann wird der Drucker angeworfen, wird der Serienbrief rausgeschossen, und dann kriegt die Anwaltskanzlei so, fordert dann so um die 800 bis ja auch ein paar tausend Euro eben ein. Das ist also ein sehr lukratives Modell. Und plötzlich entstehen neue Stadtviertel mit Anwaltskanzleien. Ja. Genau so ist es ja. Es gibt in München, Waldorf Rommer ist zum Beispiel so eine ganz berühmte Anwaltskanzlei, die das da halt permanent solche Serienbriefe rausschmeißt und dann die Leute abmahnt. Und da sind halt auch immer Leute dabei, die überhaupt gar nicht solche Urheberrechtsverletzungen begangen haben. Es wird nämlich gar nicht geprüft, ob diese IP-Adresse tatsächlich die Urheberrechtsverletzung begangen hat oder ob da hier eben ein Fehler unterlaufen ist oder nicht. Und hier werden dann eben reihenweise die Leute abgemahnt. Das ist ein super Geschäftsmodell, und das wollen wir natürlich verhindern. Und da jetzt diese Reform in Europa stattfinden soll, diese Richtlinie, fordern wir eben die Kommission auf, hier diese Lücke zu schließen, damit dieses Geschäftsmodell endlich ein Ende hat. Ich habe das Wörtchen Unschuldsvermutung vorhin schon in den Mund genommen. Die wird ja in der Tat ad absurdum geführt. Denn wenn man so eine Abmahnung nach Hause geschickt bekommt, muss man nicht wie im normalen Rechtssystem von den Richtern verlangen, dass die eben die Schuld beweisen, dass die einem beweisen können, dass man sich schuldig gemacht hat. Nein, man muss sich wieder einen Anwalt holen, der dann die Unschuld desjenigen beweist oder versucht zu beweisen, der von so einer Abmahnung betroffen hat. Das ist ja auch schon mal ein Punkt, der im Prinzip dazu führen müsste, dass das gar nicht rechtens ist, was da passiert, oder? Ja, also aus unserer Sicht völliger Unfug. Wir haben da auch der Kommission halt vor 2013 war das mal einen Brief dazu geschrieben, haben sie eben aufgefordert, hier auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland auf den Weg zu bringen, denn das verstößt ja klar gegen europäische Rechte. Die Europäische Kommission hat das dann auch geprüft, hat auch die ersten Schritte hin zu solch einem Vertragsverletzungsverfahren unternommen. Das ganze Verfahren ist aber intransparent, es ist nicht öffentlich, und irgendwas muss Deutschland kommuniziert haben, aus welchem Grund auch immer dann das Verfahren so eingestellt wurde, vielleicht auch ein Stück weit verschleppt wurde. Mhm. Möglicherweise sagt man auch, ja, wir machen ja jetzt diese Reform, vielleicht können wir diese Lücke dann schließen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man an dieser Konsultation teilnimmt. Diese Konsultation ist öffentlich, jeder kann teilnehmen. Mhm. Und hier gibt es eben Möglichkeiten, da gibt es bestimmte Fragen. Wir haben da so ein Tool gebastelt, wo wir eben auch erklären den Leuten, wo an welcher Stelle man wie antworten sollte, damit eben zum Beispiel solche Massenabmahnungen künftig nicht mehr möglich sind. Das dann eben an die Kommission zu schicken und zu sagen, hey, das mit den Massenabmahnungen, das geht gar nicht. Dass hier Millionen von Leuten permanent abgemahnt werden und im Grunde eigentlich hier nur ein Riesensubventionsprogramm für Anwälte auf dem Weg.
gemacht wird. Ja. Allerdings, die armen Anwälte, wir müssen uns mal was überlegen. Ja, genau, damit die ein bisschen Kohle verdienen. Dran, ja. Jetzt hast du diese Konsultation schon erwähnt, die wendet sich quasi an Normalbürger genauso wie aber eben auch an sogenannte Rechteinhaber. An alle, genau. Mhm. Die ist komplett öffentlich, jeder kann mitmachen, also die Anwaltskanzleien werden sicherlich auch mitmachen, die wollen ja ihr Geschäftsmodell behalten. Ja. Auch Industrielobbyisten sind aufgerufen mitzumachen, aber eben auch die Bürgerinnen und Bürger können mitmachen. Und genau für die Zivilgesellschaft haben wir eben jetzt auf der Seite youcanfix.copyright, youcanfixcopyright.eu, ja, auf dieser Seite oder bei uns auf dem Blog gibt es auch nochmal einen Link dazu, dieser Seite. Da haben wir die Fragen der Kommission aufgeschrieben, haben eben so kleine Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Die Fragen sind auch teilweise sehr verwirrend geschrieben, sodass man eigentlich gar nicht so genau weiß, was sie da eigentlich jetzt von einem wollen. Das haben wir alles vorhin auch mal drauf geguckt und war so nach den ersten drei Fragen verunsichert, ob sich das wirklich auch an mich richtet. Genau. Ab der vierten, fünften Frage wurde aber klar, ich darf da doch mal mitmachen. Sozusagen. Genau, ist ein bisschen schräg kommuniziert von der Kommission, ist vielleicht auch so ein bisschen Versuch, halt, ist sehr juristisch auf jeden Fall teilweise. Deswegen haben wir nochmal erklärt, was will die Kommission eigentlich mit dieser Frage wissen? Mhm. Und dann haben wir nochmal so eine kleine Anleitung geschrieben, wie man hier antworten sollte, wenn man zum Beispiel keine Massenabmahnung mehr möchte oder wenn man nicht möchte, dass private Rechtsdurchsetzung auf den Weg gebracht wird oder ähnliches. Und ich denke mal, so vielleicht eine Viertelstunde in diesem Fragebogen ist mal durch, dann schickt man das automatisch an die Kommission und die muss sich dann damit auseinandersetzen und natürlich die Ergebnisse bewerten. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass dann eben nicht nur solche Abmahnkanzleien mitmachen, sondern eben auch die Zivilgesellschaft und sagt, Massenabmahnung wollen wir nicht mehr. Du hast vorhin gesagt, in Deutschland ist dieses Phänomen besonders verbreitet. Gibt es andere europäische Länder, wo das nicht ganz so forsch durchgesetzt wird, das Recht auf geistiges Eigentum? Es gibt andere Staaten, die ganz andere Probleme haben, zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien, die sogenannte Three-Strikes-Lösungen haben. Das bedeutet, wenn dort Leute Urheberrechtsverletzungen begehen, sich zum Beispiel so einen Stream angucken, werden sie zweimal so wie abgemahnt verwarnt und beim dritten Mal wird ihnen der Internetzugang weggenommen. Oh. Also haben dann überhaupt kein Internet mehr. Das bedeutet Recht auf Meinungsfreiheit AD. Ja. So, also dann kann man sich überhaupt nicht mehr im Internet bewegen, kann dann, weiß ich nicht, wieder zurück zur Print-Produkten und sich damit beschäftigen. Also es gibt andere europäische Staaten, die andere Probleme haben. In Deutschland gibt es das Problem der Massenabmahnung und das wir wollen natürlich verhindern, dass am Schluss Massenabmahnung und solche Spielstreichsregelungen in ganz Europa verpflichtend eingeführt werden, sondern wir wollen diese beiden Sachen unter anderem für ganz Europa wegkriegen. Und wir setzen uns eben für eine Modernisierung des Urheberrechts im Allgemeinen ein. Recht auf Remix zum Beispiel, da haben wir auch eine Kampagne, die schon seit längerem läuft, haben auch ein Remix-Museum online gestellt, das kann man sich zum Beispiel mal angucken. Also das sind so Sachen, für die wir eintreten, dass Schluss mit Geoblocking ist, dass mit der Panoramafreiheit, dass die eingeführt wird und ähnliches. Also diese Urheberrechtsreform wird riesengroß und das ist sozusagen jetzt ein kleiner Ausschnitt, mit dem wir uns jetzt hier beschäftigen. Das Thema wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Im Herbst will die Kommission dann ihren finalen Vorschlag vorstellen und dann geht's richtig los mit den politischen Debatten. Wie realistisch ist denn, dass die EU-Kommission da auf ein für euch auch akzeptables Ergebnis kommt, auch wenn jetzt an der Konsultation nicht Millionen Bürger aus der Bundesrepublik oder aus dem Rest Europas teilnehmen? Das muss man sehen. Also wichtig ist natürlich, wie die Argumente vorgetragen werden, ob die Kommission auf unsere Argumente einsteigt, ob sie unsere Argumente versteht und was natürlich die Gegenseite für Argumente bringt. Das Problem ist auch ein bisschen Günther Oettinger, der ja sich dann mit diesem Thema auch auseinandersetzen wird. Der ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er besonders... Ich habe noch keinen guten Remix gehört von Günther Oettinger. Das ist das Problem, ja. Also hier wird man mal sehen. Also es ist natürlich jetzt auch so, dass nicht ein einziger Kommissar halt so eine Richtlinie dann auf den Weg bringt oder so eine Verordnung, sondern das ganze Kabinett. Also alle Kommissare sind dann am Ende damit beschäftigt. Mhm. Wir werden natürlich jetzt eben schon im Vorfeld versuchen, dass der Vorschlag der Kommission erstmal schon ungefähr unseren Vorstellungen entspricht. Dann geht's ins Parlament und in den Ministerrat, also zu den Mitgliedstaaten der EU. Und hier werden wir dann natürlich versuchen, mögliche Fehler, die die Kommission dann in ihrem Entwurf noch gemacht hat, zu korrigieren. Vor allen Dingen eben über das EU-Parlament, dass dort Änderungsanträge eingebracht werden. Aber das wird eine riesengroße Debatte und vor allen Dingen eine riesengroße Lobbyschlacht. Ja? Na ja. Denn die Rechteinhaber, die haben natürlich ein großes Interesse, da ihre Geschäftsmodelle zu behalten. Ja? Und da müssen wir natürlich schauen, dass hier die Zivilgesellschaft und die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht hinten runterfallen. Ja, und wenn du Rechteinhaber im Zusammenhang mit Lobby erwähnst, deswegen habe ich ja vorhin auch sogenannte Rechteinhaber gesagt, kurzweilig, weil oft sind es ja wirklich dann große Verlage, große Plattenfirmen, die eben mit dem Song, den sie da quasi verwerten wollen, ja nichts zu tun haben, außer dass sie sich eben geschäftlich darum kümmern. Ja, genau, also genau, hat ja keiner komponiert von den Poison Girls. Nee, die klagen einfach nur gerne rum. Super, also wie genau geht man am besten vor? Man geht auf eure Seite und nimmt an dieser Konsultation teil.
Genau, das ist das Einfachste, was man machen kann. Das Einfachste ist einfach, die Antworten, die wir vorgeben, sozusagen ein bisschen zu kopieren. Ein bisschen eigene Worte finden sie auch schön, weil wenn so Standard-Copy-and-Paste-Antworten kommen, dann sortiert die Kommission die auch relativ zügig aus. Mhm. Also ein bisschen individuell schreiben, vielleicht auch eigene Erfahrungen mit aufnehmen. Also wenn man schon zum Beispiel schon mal abgemahnt wurde, kann man das auch gut zum Beispiel einfach mal schildern, diesen Fall. Ja, und das und dann eben der Kommission diese Umfrage zusenden. Es geht wirklich ganz einfach. Viertelstunde ist man, glaube ich, durch. Und das bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel, um sich dann eben gegen so Kandidaten wie Waldorf Frommer halt mal lautstark zur Wehr zu setzen. Also die Abmahnindustrie sollte gestoppt werden und vor allen Dingen muss man auch das Prinzip der Meinungsfreiheit am Leben halten. Das ist in anderen europäischen Staaten eben durch diese Durchsetzung von Rechteinhabern oder sogenannten Rechteinhabern auch schon gefährdet ist. Am besten geht ihr, um euch da einzusetzen, auf die Website der digitalen Gesellschaft, digitalegesellschaft.de. Dort werdet ihr auch weitergeleitet zur Konsultation der EU, die sich eben beschäftigt mit der Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums. Alexander Sander, vielen Dank bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Schönen Urlaub noch. Ja, danke. Und euch eine schöne Zeit. Dankeschön. Ciao.